Tja, unsere nächste Sängerin, die gibt's seit Beginn unserer Show nur im Doppelpack. Sharon Levy, die legt ihre geliebte Gitarre eigentlich niemals aus der Hand. Diese Woche allerdings hat sie ihr Instrument mal kurz abgeschnallt, denn sie brauchte beide Hände, um ganz fest anzupacken. Ich mache eine Pause von The Voice und von Musik, das ist auch wichtig. Normalerweise, ich gehe Skifahren, aber wir haben kein Berg in Berlin, so ich habe das gefunden. Wir haben ein Coaching mit Nena gemacht und normalerweise, wir singen das Lied zusammen, wir reden ein bisschen, was geht gut, was geht nicht so gut. Aber letztes Mal, sie hat gesagt, so, wir spielen Schlagzeug heute. Eins, zwei, drei. Sie ist super, sie nimmt, was wir haben schon und sie macht das starker. Watch out, you might get what you're after. Sharon macht Burning Down the House. Ein Song von Talking Heads, das ist eine meiner Lieblingsbands. Gott sei Dank haben wir da einen ähnlichen Geschmack. Ich habe viel Power und viel Energie. Das ist das perfekte Lied für das. Watch out, you might get what you're after. Ich sehe bei Sharon noch was, was sie vielleicht noch nicht so entdeckt hat. Das sind nur kleine Dinge, aber die machen manchmal ganz, ganz viel aus. Sharon Levy und Burning Down the House. Danke. Berlin fordert eine Zugabe. Großartig. Erstmal durchschnaufen. Sharon, sag mal, wie hat sich eigentlich dein Leben seit The Voice of Germany verändert? Was ist da passiert? Weißt du was? Viele Sachen sind wirklich neu für mich und mein Terminplan ist ein bisschen fuller, aber ich bin immer noch Sharon. Da freuen wir uns sehr. Ray, Burning Down the House war der Name heute Programm. Ja, also ich glaube, du bist nicht mehr Sharon. Ich habe das Gefühl, dass du echt so groß gewachsen, diese Show. Du warst irgendwie, diese komplette Bühne war deins. Ich finde, gesanglich, das war nicht das schwierigste Lied, die du singen kannst, aber du hast das alles auf eins gebracht. Du hast echt eine Show geliefert, das war... Danke, danke. Und ich muss sagen, ich muss dazu sagen, also ich bin
Ich bin nicht nur Sharon-Fan, ich bin auch Nene-Fan, muss ich ehrlich sagen. Good boy. Let me kiss you. Wie schön ist das denn? You wanna marry me? Ja. Oh, you don't marry me. Oh, sorry. Der Kampf der Coaches und trotzdem so viel Liebe. Wahnsinn. Toll. Xavier, sag mal. Du hast was schon an, oder? Du hast letztes Mal gesagt, Sharon hätte dir einen halben Ton zu tief gesungen. Du hättest ihm mal gerne ein bisschen mehr schreien gehört. Aber das hast du ja jetzt gehört, wie geil das dann klingt, wenn sie so in der Tonlage sind. Nena? Hat Sharon deine Erwartungen erfüllt? Gab es überhaupt Erwartungen? Leute, Erwartungen sind grundsätzlich bescheuert, weil es kommt immer anders, als man denkt. Und ich sage jetzt mal so, you were just fucking awesome. So. Danke. Hallo, hallo. Sharon Levy hat sich hier die Finger wund gespielt. Jetzt sind Sie zu Hause dran. Sie müssen sich die Finger wund wählen. 01379 78 7803 ist die richtige Nummer, wenn Sie wie Sharon in Österreich leben. Oder auch in der Schweiz, dann finden Sie die für Sie wichtigen Telefonnummern auf der Sat1 Textseite 642. Vielen Dank, Sharon Levy. Danke. Sharon Levy unterwegs zu mir in die Lounge und wird dann nochmal abgefeiert. Ösi Braut, Vetterin, Landesvetterin, komm her da. Jo, so. Danke, danke, warte. Wow, das war Hammer. Sag mal, du lebst jetzt schon seit einigen Jahren in Salzburg, lernst da auch fleißig Deutsch. Kannst du dir mal vorstellen, so einen Song auf Deutsch zu singen hier bei The Voice of Germany? Yes. Wäre das vielleicht ein Song von Nena sogar? Song auf Deutsch. Ich liebe viele deutsche Lieder. Aber vielleicht, ich soll mit Englischlieder singen, momentan bleiben. Was war dein erstes deutsches Wort? Schnaps. Und dann brauchst einen. Gerade danach Fleischbällchen. Fleischbällchen, das muss man erklären. Sharon arbeitet ja bei einer schwedischen Möbelfirma an der Kasse, daher Fleischbällchen. Aber wie reagieren denn die Leute da auf dich? Du arbeitest ja dort nach wie vor, was sagen die da? Die Leute sind wirklich so, so super, so, so nett. Und im Bistro, sie sagen immer, oh, ich habe dich im Fernsehen gesehen und darf ich Autogramm haben und dann zweimal Hotdog. So. Und dann Schnaps, den hast du jetzt verdient, Sharon. Mach's da hinten bequem. Einer, der auch nicht mehr unerkannt auf der Straße rum.